Als Hülsenfrucht versorgt sich Soja in Symbiose mit speziellen Wurzelbakterien selber mit Stickstoff. Die sogenannten Rhizobien erhalten von der Pflanze Energie in Form von Kohlenhydraten. Damit können sie Luftstickstoff in pflanzenverfügbares Ammonium umwandeln. Soja ist in Europa eine relativ neue Kultur. Daher sind die sojaspezifischen Rhizobienstämme in unseren Böden nicht vorhanden. Entsprechend ist eine sorgfältige Impfung des Saatguts auch nach wiederholtem Sojaanbau Grundvoraussetzung für hohe Erträge und Proteingehalte. Fehler bei der Impfung sind nach wie vor eine häufige Ursache für schlechte Ergebnisse bei Soja. Wir erklären, worauf es ankommt. Also das Ziel der Impfung ist sehr einfach. Es geht darum, so viele Bakterien wie möglich lebend mit dem Samenkorn in den Boden zu bringen. Und besonders auf Feldern, wo noch nie Soja gewachsen ist, wo also überhaupt gar keine sojaspezifischen Rhizobien im Boden vorhanden sind, muss man alles tun, um das zu erreichen. Und da empfehlen wir auch, also wenn noch nie Soja auf dem Feld stand, empfehlen wir auch ruhig die anderthalbfache oder sogar doppelte Impfmittelmenge zu nehmen. Also je mehr Bakterien ich am Anfang habe, desto mehr überleben auch bis zur Keimung, selbst wenn es sehr trocken ist oder lange kalt ist oder zu sonstigen Verzögerungen kommt. Ein einfaches Verfahren ist die sogenannte Fix-Fertig-Impfung, bei der das Saatgut bereits vom Hersteller fertig geimpft wird. Leider ist dieses Verfahren auch, das hat sich auch in der Praxis wie auch in den Exaktversuchen gezeigt, das unsicherste Verfahren. Deshalb raten wir dringend, auch fix-fertig geimpftes Saatgut stets unmittelbar vor der Aussaat frisch zu impfen. Die in Deutschland erhältlichen Dorfpräparate sind in der Regel luftdicht in einem 400-Gramm-Beutel abgepackt und reichen in der Regel für ca. 100 Kilogramm Saatgut aus. Am einfachsten ist es, die Trockenimpfung anzuwenden. Das heißt, wir mischen das Saatgut schichtweise mit dem Dorfpräparat, mischen das im einfachsten Fall mit der Hand in einer Bauwanne oder in einer Frontladerschaufel sorgfältig unter, sodass alle Sojakörner mit dem Dorfpulver benetzt sind. Feuchtet man das Torfpräparat mit etwas Wasser an, so haftet es besser am Saatgut. Dafür sollte allerdings nur Regen- oder Brunnenwasser verwendet werden, da die Bakterien sehr empfindlich gegen Chlor sind. Also das sicherste Impfverfahren, was es gibt, ist ein Torfpräparat in Kombination mit einem Kleber, mit einem Haftmittel. Der Kleber sorgt dafür, dass das Präparat eben richtig gut am Samenkorn haftet. Vor allen Dingen, wenn man mit pneumatischen Maschinen aussät, dann geht eigentlich gar kein Weg an diesem Verfahren vorbei, weil sonst das Impfmittel durch den Luftstrom vom Saatgut abgesogen wird. Und gerade in sehr trockenen Jahren, wenn der Boden trocken ist, sorgt der Kleber auch dafür, dass die Bakterien ein bisschen geschützt werden. Also da haben wir sehr gute Erfahrungen mit. Und so wird's gemacht. Für die Impfung mit Haftmittel haben sich Zwangsmischer bewährt. Am besten sind große, mit großen Rudern. Wichtig ist, dass die Ruder Abstand von der Wand haben, dass die Körner dort nicht gemahlen werden, sonst macht man da viel Schaden. Das ist hier jetzt eigentlich optimal, dass da mindestens so 2 Zentimeter oder was Platz dazwischen sind. Das Torf mit Haftmittel, das ist im Prinzip dasselbe Torfpräparat, was wir auch bei der einfachen Torfimpfung verwenden. 400 Gramm Torf im Beutel. Und der einzige Unterschied ist, dass dazu eben ein Haftmittel geliefert wird. So ein Polymerkleber, der im Ökolandbau auch zugelassen ist. Und das beides wird dann direkt vor der Impfung vermischt. Sehr wichtig ist, dass die Bakterien UV-lichtempfindlich sind. Also dieses Mischen niemals in der Sonne machen. Und auch beim Befüllen der Saatmaschine und so sollte nicht die pralle Sonne drauf scheinen. Weitere praxistaugliche Impfverfahren sind die Flüssigimpfung sowie die Bodenimpfung mit Granulat über den Granulatstreuer. Kaufen Sie jedoch nur erprobte Produkte. Nicht alle Marken haben sich in Impfversuchen und in der Praxis bewährt. Also das oberste Gebot bei der Impfung ist natürlich, dass das Saatgut unbeschädigt bleibt. Deswegen
so kurz wie irgend möglich impfen. Also wirklich nur einmal laufen lassen, bis das Impfmittel gleichmäßig verteilt ist. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen länger laufen lassen und da sieht man dann, dass sich Samenhülsen ablösen von den Körnern. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Betonmischer kommen beispielsweise nur in Frage, wenn sie langsam laufen. Es wird in jedem Falle nur so lange gemischt, bis das Impfmittel verteilt ist. Wichtig, niemals vom Impfen noch feuchtes Saatgut in den Sätank geben. Die noch feuchten Samen verklumpen. Das Saatgut muss in der Regel einen Moment ruhen und nachtrocknen. Beim Befüllen des Sätanks können Verklumpungen dann leicht von Hand aufgelöst werden. Bei gelungener Impfung kann Soja sehr üppige Knöllchen ausbilden. Zum Zeitpunkt der Blüte erreichen sie ihr Maximum. Die Rotfärbung im Inneren der Knöllchen zeugt von guter Aktivität. Entscheidend für den Erfolg der Impfung ist nicht nur die Anwesenheit der Bakterien, sondern vor allen Dingen auch das Milieu, also der Boden. Wenn wir einen verschlemmten Boden haben, kommt keine Luft in den Boden rein. Ohne Luft können die Bakterien auch nicht vernünftig arbeiten. Der pH-Wert muss im mittleren Bereich sein. Also bei sehr saurem oder sehr alkalischem Boden kriegen die Bakterien auch Probleme. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist, wenn schon viel mineralische, also viel N-Min im Boden vorhanden ist, dann haben wir auch meistens eine schlechte Knöllchenentwicklung. Die Sojapflanze ernährt die Bakterien nur, wenn sie auch Stickstoff braucht. Wenn schon Stickstoff vorhanden ist, dann bildet sie gar keine schönen Bakterien. Das heißt, auf keinen Fall zu Soja Stickstoff düngen und vorher möglichst eine stickstoffzehrende Kultur anbauen. Wie immer in der Landwirtschaft kommt es auf die Summe der Details an. Dies gilt umso mehr im ökologischen Anbau. So kann beispielsweise auch die gezielte Gabe von Spurenelementen auf Mangelstandorten einen starken Effekt auf die Knöllchenbildung haben. Ein gesunder Boden fördert die Knöllchenbildung. So sind es vielfach Betriebe mit Viehhaltung und intensivem Zwischenfruchtanbau, welche bei Soja die besten Eiweißgehalte erreichen.